Ich mag dir wieder mal eine kleine Tasche vorstellen, als Ordnungstasche, wo man auch sein Everyday Carry Zeug vielleicht reingeben kann oder wie auch immer du es nutzen magst. Molle kompatibel. Ja, kann man gut zugreifen, ohne dass die Ausrüstungsgegenstände gleich rausfallen, weil der Zip nicht rundherum geht, also nicht komplett zum Aufklappen. Und wenn dir das irgendwie interessiert, bleib dran. Hallo, schön, dass du dabei bist. Flexicord ist außen angebracht. Da bin ich mal ehrlich gesagt nicht ganz sicher, was das bringen soll. Also ich habe es jetzt dran gelassen, ich werde es aber abmontieren, weil ich dafür jetzt keinen Bedarf habe. Mich stört das eher, weil ich dabei hängen bleibe. Man kann es runternehmen, ist überhaupt kein Problem und soll jetzt auch keine Kritik sein. Wenn jemand eine Idee hat, wenn du eine Idee hast, wofür das dann wirklich sinnvoll ist, dieses Flexicord, dann gib es mir dazu. Es ist mir natürlich klar, ich weiß, dass manche Leute hier zum Beispiel ihre Handschuhe reingeben. Also ich habe jetzt auch zum Beispiel Handschuhe mit dabei, die sind aber bei mir im Rucksack. Aber wenn man da öfter zugreifen muss und das wichtig ist, dann sehe ich das ein. Aber sonst ist bei mir jetzt aus. Ich bleibe da eher dran hängen und das stört mich. Gut, sei es drum. Du kannst hier von zwei Seiten im Frontbereich auch, da kannst auch was reinstopfen, kannst auch etwas reingeben. Es ist leider halt, also leider, es ist halt nur was zum Reinstecken. Da ist innen keine Klettfläche oder andere oder hier Flexicord etwas zu festzumachen, aber man kann es ganz einfach tun. Seitlich hier ja, sind Flauschi angebracht, hier ist Flauschi angebracht, hier sind so Teile aufgenäht, um das Ganze zu fixieren. Also das ist auch alles ganz schön, ganz nett. Den Reißverschluss, ich habe die jetzt schon 2 Monate oder so. Der Reißverschluss macht noch immer alles mit und man muss ohnehin bei One Tigris sagen, ist natürlich ein günstiger Anbieter. Ich habe es auf Amazon gekauft, billige Eigenwerbung, ich gebe da auch den Link dorthin, dass du ein vernünftiges Preis-Leistungs-Verhältnis hast. Aber, es ist natürlich schon so, dass Fäden wegstehen. Es ist halt nicht auf einem Level wie eine Tasmanian Tiger oder ein Helicontex oder 511 und wie sie alle heißen, diese Premium-Marken, aber es ist auf jeden Fall nichts Schlechtes, wirklich nicht. Es ist vom Molle her, ja, du hast hier zwei Teile, mit denen du sozusagen dich an einen Rucksack oder eine Tasche anbauen kannst, das geht auch ganz gut. Hier hinten sind auch noch einmal Molle-Streifen aufgenäht, die aber nicht denselben Abstand haben, fällt mir auf. Also die äußeren sind etwas breiter, die inneren, glaube ich, sind genormt. Also du könntest auch mit diesen Durchwebesystemen, weil die es da gibt, das Ganze benutzen, ist auch sehr schön gemacht. Ich muss da auch sagen, dass ich das eher als Ordnungstasche im Rucksack benutze und es sind in dem Paket ohnehin immer zwei mit dabei und darüber nachdenke, ob ich die nicht abschnipple. Ja, zumindest bei einem, weil es ist doch Gewicht, besonders weil dieser Molle-Streifen hier oder dieses Befestigungssystem doppelt gemacht ist, ja, und auch verstärkt ist. Bin ich mir nicht sicher, ob ich das runterschneide, ja. Aber kannst du, musst du aber nicht. Dann das Innenleben. Du hast an beiden Außenseiten Netztaschen, ja, da ist kein Flexi drauf, ja, also die sind nicht elastisch, sondern einfach nur offen und dann ein großes Fach mit dazu. Ich habe, weil ich das jetzt hier für das Video brauche, hier hinter mir, ich weiß nicht, das sieht man wahrscheinlich nicht, da am Reini-Rossmann-Kanal, da mache ich nämlich gerade ein Video für Wasser vorfiltern und ja, brauche ich einiges Zeug mit und ich habe hier zum Beispiel einen Leatherman Search mit dabei. Ich könnte den natürlich auch mit unseren Gürtelholster tragen, will ich aber heute nicht. Genau, und Feuerstahl und ähnliches, ja. Das heißt drum, auf jeden Fall, da passt schon was rein. Was dir halt bewusst sein muss, ist, diese Taschen hier, diese Netztaschen hier, sind nicht elastisch. Das heißt, es ist kein Zug da drauf. Das hat Vor- und Nachteile, weil ich dadurch auch nicht so gebunden bin. Das ist schön, ja. Aber natürlich, ich gebe jetzt hier diesen Magnesium-Feuerstahl, über den wir auch ein Review machen werden, weil ich möchte auch einmal darüber sprechen, hier seitlich rein und dann fliegt das herum und blablabla und er ist noch immer da. Besonders wenn du da mehrere Sachen mit reingibst. Ich denke jetzt zum Beispiel, dass das eine kleine Kaffeetasche ist oder Teetasche, wo du einen Löffel noch mit dazu reingibst. All diese Dinge oder als Zunderbeutel. Es gibt ja Möglichkeiten ohne Ende. Und da ist dieses Teil wirklich sehr, sehr nett. Gefällt mir jetzt nicht gut. Einen letzten Punkt noch. Du kannst auch außen hier in diesen zwei Bereichen auch Ausrüstung einbringen. Das geht sich auch wunderbar aus. Das heißt, jetzt weiß ich natürlich, dass diese Knicklichter. Die Knicklichter sind zu lang, weil das würde drüber stehen, aber es gibt ein mit Batterie betriebenes Knicklicht, das habe ich auch schon einmal vorgestellt. Das geht da zum Beispiel rein oder was auch immer du halt als sinnvoll erachtest. One Tigris Tasche, ich gebe da unten den Link dazu, wenn es mich und meine Arbeit unterstützen willst, gebe ich dann natürlich den Link zu unseren Produkten, weil du laubert Tee und sowieso und überhaupt, dann denk einfach dran. Gute Ausrüstung braucht auch eine Tasche.